Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Wir sind gerade im Vault 22. Wo sind wir eigentlich? Ich glaube im Vault 22. Ja, richtig. Vault 22. Wo hier so ein bisschen was schiefgegangen ist mit Pflanzen und sowas. Die irgendwie so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt haben. Und wir haben da mal kurz den ganzen Kram Einhalt geboten. Und jetzt treffen wir hier eine Frau, die... ob sie eine Frau ist, noch... ist jetzt mal dahingestellt, aber... ich glaube, die will jetzt, dass wir dieses ganze Vault-Ding vernichten. Sie hat gesagt, im zweiten Stock treffen wir uns, oder? Meet Keely at her base of operation on the second floor level. Ja, da will ich jetzt gerade hin. Ich glaube, das ist das hier. Ja, ja. Ach, da ist er doch. Good, you're here. Ready to begin? Ja, mit was denn? Time is of the essence, so I'll be brief. This place is filled with spores that are toxic to humans, and we need to get rid of them. I've pumped the vault full of a highly flammable gas that, once ignited, should destroy the vast majority of spores. There's one problem, though. The gas becomes semi-inert on exposure to oxygen, meaning the gas will have to be ignited close to where it's being introduced. I need you to find the vents where the gas is being pumped and ignite it. Oh, and survive the resulting blast. I set the gas to pump into the fifth level, since that's where the concentration of spores was highest. I'd start looking there. Typically, these vaults use circular vents in their air circulation systems. Look for a wall with two of them almost side by side. There's one just around the corner outside this lab, if you need an example. In the area where the gas is active, any kind of fire or explosion should do the trick. Hell, even lasers would do the job. If you don't have anything like that, I've got some grenades in my bag in the corner that you can use. Yes, there'll be an explosion when the gas is ignited, but I'm sure you'll be fine. Now leave me to my work. Good. Return to me when it's done. Okay. Die hatte echt verrückte Vorstellung, was man hier tun soll. Aber okay. So, also sind wir noch ganz nach unten. Nach da. Solange nicht mehr irgendwelche Viecher respawnen, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ja, da passiert doch was. Und die Frage, wie ich das überleben soll. Ja, wenn ich das jetzt zünde, dann sterbe ich doch. Ich bin doch nicht behindert. Ich bin doch nicht behindert, sagte er. Schon mal nicht. Die Tür hier kann ich nicht zumachen. Die Tür kann ich hier zumachen. Ist hier auch das Gas drin? Nee. Komm
mal her, Robotervieh. Vielleicht, wenn ich die Tür zumachen kann. Ich bin schlau, hä? Mir sieht es nicht so aus, als hätte es funktioniert. Trotzdem noch alles voll mit den Pflanzen. Denn sie wollte ja nur die Sporen vernichten, aber wenn die Pflanzen halt noch dastehen, scheiß auf die Sporen. Oh, wo ist denn jetzt dieser Gang? Elevator Stairs? Ah, ich bin verwirrt. Hello. Ah, good. You survived. I was beginning to think you hadn't. You'll be pleased to know that the spores should no longer be a problem. Now all that's left is to ensure that none of this ever happens again. The research that led to these abominations must be erased. I've managed to create a connection to the vault's backup system from here. I just have to remotely delete all the files, and we're done here. No, it shouldn't take all that long. Just a few more moments, and... That's strange. The system says that the files were accessed recently, and copied to an external source. You wouldn't happen to know anything about that, would you? Those files need to be erased. Hold out your arm, and I'll have it done in a flash. To someone, I'm sure. But they constitute a threat to life as we know it. Now, give me your arm already. Nee, die Pflanzen sind wirklich gefährlich. Also, glad you're thinking clearly. I was afraid to blink there for a second. There, all done. That wasn't so bad, was it? I've unlocked the door, so you're free to run along now. Although it pains me to say it, I wouldn't have made it out of here without your help. If you're heading back toward McCarran, tell Dr. Williams that she has my thanks as well. Jetzt habe ich schon wieder was gemacht, das. Don't mind me. I have to wrap things up here, gather my gear, that sort of thing. I'll be leaving soon enough. Eieiei, so. Jetzt mal raus hier. Ich war schon wieder viel zu lang hier. Viel zu lange in so einem blöden Vault gewesen. Ich kann nur meine Handgranate wieder aus der Hand rausnehmen. Mit der werde ich jetzt sicherlich nicht hier rumschießen. Yay, wir haben es geschafft, diesen blöden Vault hinter uns zu lassen. Oh, frische Luft. Endlich und wieder normale Menschen. Versuche ich da jetzt mal an dieses Camp zu kommen. Es kann ja nicht wahr sein, dass das so schwer ist. Das fliegende Tier hier. Schnell, Freundchen.
Na, verliere ich jetzt gerade Lebensenergie. Schon wieder vergiftet, ey. Da oben ist wieder irgendwas. Da ist, also ist überall was in diesem Spiel. Wieder fliegen. Plasma Rifle. Ein Häufchen Asche und noch was. Da ist noch ein Häufchen Asche. Can't run from me. Hier ist noch eine Farm oder sowas. Da war mal eine Farm. Ah, ist was. Schieß mal, wenn man Mensch, der hier oben läuft. Hallo. Das sind Viper. Schießt du auf mich oder was? Ich glaub's hat. Shit. Da habe ich ja schon ein paar von, ne? Hm. 25 mm Granaten, da waren ganz schön viele von drin. Schön hier. Gehen hier übel Minen rum. So eine Sauerei, sowas. Jetzt will ich mal versuchen, da mal hinzukommen zu dem. Camp da hinten. Was ist hier hinten? Was ist das denn? Ich ganz hinten rum, scheinbar. Wenn man nach der Karte geht. Aber ist ja okay, ich habe ja Zeit. Hier eine Reloading Bench. Kann ich jetzt hier endlich mal? Nö, kann ich nicht. Wie kann man denn andere Munitionsarten bauen? Ich verstehe es nicht. Dafür brauche ich Nägel.
das ja cool. Man kann Scrap-Metal zu Lead machen. Aha. Das brauche ich 5,56. Powder Rifle. Das ist die Scharfschützengewehr. Das ist etwas ganz komisches. Fünf Millimeter, was sind das eigentlich für Millimeterarten alles? Okay, da kann man halt aus der einen Gewehrart kann man dann die nächste Munition machen. Verstehe ich so ein bisschen wenigstens. Aber naja. So, heilen muss ich jetzt auch eigentlich nicht mehr. Der hält sich ja von allein. Jetzt denke ich mal ein bisschen speichern. Nicht, dass mich hier was überrascht und dann aus dem Leben bläst. Ah, hier ist schon wieder ein Gebäude. Eieiei, ist alles hier belebt und bewohnt. Wobei, bewohnt irgendwie nicht so. Irgendwie erschießt sich ja immer alles, was irgendwo wohnt. Sollte ich mir jetzt den Gedanken machen? Mal wieder. Na, was willst du denn alles einstecken, Freundchen? Sondern dass sie nicht auf mich schießen, sondern immer nur auf eine Begleiter. Jetzt hätte das auch ein bisschen uncooler enden können. Oh, infamy gained. Purified Water. Einen Schluck trinken. Was hat er davon, wenn er es mit mir anlegt? Brush Gun. Was ist das denn wieder für ein... Wieder was Neues. Nehmen wir mit. Jetzt ist hier stehlen, oder was? Wer ist da niemand? Das heißt, hier muss irgendwo jemand sein, der hier noch lebt. Wenn es Clown ist. Also... Meistens sind diese Dinger ja ein Zeichen dafür, dass niemand mehr da ist. Aber wenn sowas schon auf dem Bett liegt, ich weiß ja nicht. Was ist das denn?
Was ist denn der Cradle Pod? Ist eine Waffe? Ja, was ist das denn? Das ist eine Nahkampfwaffe. Okay. Jetzt ist Living Long irgendwas. Nee, Lion Congressional Style. Politiker sein halt, ne? Wieso? Oh, da liegt jemand. Hallo? Hallo? Kann ich meins mal reparieren? Ja. Ist hier noch jemand? Hallo? Sieht aus, als würde das hier niemandem mehr gehören. Nachher wieder jemand, den das Wasteland besiegt hat. Das sieht ja schön hier aus. Autos in Fallout sehen schon sehr lustig aus. Na, sind nicht da. Was? Komme ich nicht lang oder was? Ah, okay. Will ich ja auch gar nicht lang. Das ist ja nicht das Ende von der Karte. Nein, nein. Oh, es ist dann so gebaut, dass es so aussieht, als könnte man da lang. Frage ich mich. Jetzt lauf doch mal ein bisschen schneller hier. So, hier hoch, dann geht's hier wieder weiter. Okay, verstehe. Ich komme also näher. Das ist ja schon mal gut. Noch wieder durch diese einöde Welt. Also ich bin ja echt gespannt, wie die es bei Fallout 4 schaffen. Die Grafik hier ist ja leider wirklich zweckmäßig. Wenn es schön ist, ist es ja schon mal was ganz anderes. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Besuch auf dem Weg hierher. Bitte keine Fliegenviecher wieder. Keine Lust mehr auf die. Alles, aber keine Fliegenviecher. Mach nur so. Die hier. Lohnt sich ja richtig zu erschießen. Banana Frogaka. Oh, was haben wir hier schon wieder? Einen Höhleneingang. Den nehmen wir noch mit. Oh, kein Kopf mehr. Was gibt's denn in der Mine hier? Was bist du denn für ein hässliches Vieh? Lake Lurk.
You're mine. Was seid ihr denn für Viecher? Lake Lurk Meat. Can't run from me. Ich weiß ja nicht, was du machen willst und was du bist, aber ich schieß dir ins Gesicht. Ich nehme mal wieder eine andere Waffe. Ich schieße hier immer mehr meine Munition leer von der Waffe, die ich die ganze Zeit benutzen will. Laserpistol, ey. Plasma Rifle. Komm, nehmen wir welche. 10 mm. Davon habe ich ein bisschen was. Ja, ein nasser Stein. Möchte ich hier rein? Jo. So, aber ich mache jetzt hier mal einen Cliffhanger und lasse es dann mal in der nächsten Folge weitergehen. Denn das reicht jetzt auch mal. Bin ich. Also, dann in dieser Höhle geht's weiter beim nächsten Mal. Tschüss.